Florian Lettner. Willkommen und hallo, servus, hier ist die Quizjagd. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Ja, es ist ja tatsächlich ähnlich wie im Wald. Allerdings gibt es schon einen entscheidenden Unterschied, denn im Wald gibt es bei der Jagd eine Schonzeit. Bei uns gibt es das nicht. Na, man muss hier schon immer Vollgas geben, um am Ende die 5000 Euro mit nach Hause zu nehmen. Und das versuchen heute Astrid und Günther. Schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen zurück. Ich freue mich, dass Sie heute wieder antreten. Günther, beim letzten Mal 5000 Euro gewonnen. Das war dann schon ein ganz schöner Ritt, aber Sie haben es gut geschafft und treten heute wieder frohen Mutes an. Und Astrid ist zum zweiten Mal da, das letzte Mal hier auch schon angetreten, aber noch keine 5000 Euro gewonnen. Sie versuchen es heute. Soweit, so gut. Wir machen noch eine kurze Pause, aber zuerst schicke ich Sie noch auf Ihre Felder. Astrid, bei Ihnen bitte Feld 15 und Günther, bei Ihnen Feld 21. Und sobald Sie dort stehen, melden wir uns auch schon zurück. Bis gleich. Und schon sind wir wieder da. Hier ist die Quizjagd. Willkommen zurück. Meine Kandidaten sind bereit. Astrid ist auf ihrem Feld 15 und Günther auf 21. Dementsprechend könnten wir direkt starten, wenn Sie mögen. Ja? Dann geht's jetzt los. Und Günther, bei Ihnen sind wir stehen geblieben. Sie sind dran. Eine Fünfer. Eine Fünfer. Mhm. Rhodos ist die viertgrößte Insel Griechenlands. Wie nennt man die einheimischen Bewohner? Rhododendren, Rhodia, Roma, Rhodossa. Ich würde auf Rhodia. Rhodia? Macht man sich gar nicht so die Gedanken oft, gell? Aber ja. Rhodia ist korrekt. Gut. Feld 26, damit drüber über 25 und in der Catchback-Zone angekommen. Aber jetzt hat Astrid eben die Chance, ihn zurückzuholen, jederzeit. Und Sie sind dran. Eine Fünferfrage, bitte. Wer gilt als der Erfinder von Graf Dracula? Bram Stoker, Edgar Allan Poe, Mary Shelley, Arthur Conan Doyle. Bram Stoker. Das kam flott und ist auch richtig. Gut. Sie können jederzeit auch schon zurückschicken. Geht aber erstmal weiter. Mhm. Günther. Eine Fünfer, bitte. Welche Pflanze ist auch als Schweinsrose bekannt? Heckenrose, Brennnessel, Baumflechte, Tulpe. Die Brennnessel. Logge ich für Sie ein. Beruhigende Wirkung soll sie haben. Und es stimmt. Gut. Astrid. Ich mache auch mit einer Fünfer weiter, bitte. Was versteht man unter einem Buhurt? Joghurt aus Bisonmilch, mittelalterliche Turnierform, traditionelles Klettergestell, mongolische Jurte. Joghurt aus Bisonmilch. So ist es eingeloggt. Auch für Sie gibt es die Chance, auf Feld 25 zu gehen. Aber noch nicht, denn es ist falsch. Günther, Sie können übernehmen. Wollen Sie das ich tun? Ich würde übernehmen, wenn ich nicht ganz falsch liege, ist das eine mittelalterliche Turnierform. Mhm, da hat es also irgendwie geklingelt bei Ihnen. Ja, ja. Ich denke schon, ja. Das stimmt. Korrekt. Und Sie dürfen sofort weiterspielen. Ja, eine Fünfer läuft gerade. Ja. 2021 erschien mit Matrix Resurrections der vierte Teil der Reihe. Wann kam der Vorgänger Matrix Revolutions ins Kino? 1999, 2003, 2007 oder 2011? Der erste Teil. 2003. So lockt man es ein. Und das ist richtig. Gut. Ja, erster Teil war schon 99. Ja.
2003 dann Teile 2 und 3 und jetzt eben 21. Die haben sich wahnsinnig Zeit gelassen. Ja, da war jetzt eine ordentliche Zeitspanne dazwischen. Astrid, jetzt ist er da ziemlich zügig davongezogen. Eine Fünferfrage. Mhm. Welches markant klingende Instrument leitet den ABBA-Song Mamma Mia ein? Banjo, Marimba, Zither, Panflöte. Den Refrain im Kopf, aber wie fängt's an? Wie geht's los? Also, wenn Sie es jetzt hören würden, würden Sie sofort sagen, ah ja. Mhm. Ich glaube, die Panflöte. Soll ich es einloggen? Ja, bitte. Mhm. Die Panflöte. Wie hört sich so Panflöte an? So? Also Flöten. Mäßig halt so. Also ich glaube, das genau. Wird ziemlich passen. Ist nicht richtig. Na? Günther, haben Sie den Anfang des Songs im Kopf? Ja, das ist Klavier, aber. Ah, nee, Mama Mia, Moment, halt, ich bin bei Money. Ich übernehme die Frage. Wobei, ich bin ja mal, bei mancher ABBA-Song, das klingt oft ähnlich. Ja, ich war jetzt gerade bei Money, nicht Mama Mia. Die Marimba. Marimba. Und das passt. Ja, genau, es ist die Marimba. Man sieht, und da waren Sie schon auf der richtigen Fährte, am Anfang des Videos Klavier. So, diese Klavierhämmer. Aber das ist eben nur das Bild, aber man hört die Marimba. Ja, ich hatte das Klavier-Intro aber von Money, weil das geht ja mit dem Ba-ba-ba-ba-ba-ba so los. Aber egal wie, am Ende hat es gestimmt. Sie sind auf 46 und noch einmal dran. Eine Fünfer, bitte. Die jetzt sogleich zur Matchfrage wird. 10.000 Euro könnten es heute schon insgesamt werden. 5 sind schon fest und fix auf Ihrem Konto. Das Gute bei der Quizjagd, die gehen auch nie mehr weg. Alles, was man einmal verdient hat, das hat man verdient. Das ist ja wirklich gut. Das gibt es ja fast nie. Ja. Normalerweise muss man immer wieder riskieren. Aber bei uns, was man sich verdient hat, das bleibt einem. Und es kann nur mehr werden, wenn Sie das hier wissen. Wie werden Angehörige der Priesterkaste in Indien genannt? Brahmanen, Shudras, Kshatriyas, Vaishyas. Der einzige Begriff, mit dem ich was anfangen kann, sind die Brahmanen. Das ist die Oberkaste. Ich gehe mal davon aus, dass das auch die Priesterkaste ist. Ich nehme die Brahmanen. Locken Sie ein. Was denken denn Sie, Astrid? Falsch? Falsch oder richtig? Ich hätte Shudras, aber. Shudras? Mhm. Gedacht. Aber. Also andere meinen. Günther. Ihr Umfeld, das haben Sie zumindest in unserem Fragebogen angekreuzt, das sagt, Sie sind manchmal Besserwisser. Ist das so? Ja, sagt zumindest mein Sohn, obwohl er selber auch ein Besserwisser ist. Wie der Vater so der Sohn, oder was? Ja, irgendwie schon. Ja, und meine Frau sagt es manchmal, nicht zu oft. Ich versuche, das runterzufahren. Aber gut, wenn man es weiß, was soll man machen, dann muss halt raus. Ja, natürlich. Manchmal. Soll nur nicht. Ja. Die Dosis macht es gibt. Soll man eben, ja. Die Dosis macht's. Schauen wir mal, ob Sie es einfach auch besser wissen. Heute ja. Es stimmt. Glückwunsch. Es geht auf Feld 50. Astrid, danke, dass Sie bei uns waren. Ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht. Ja, Spaß gemacht. Alles Liebe für Sie. Bleiben Sie auch noch einen Moment bei uns. Und ich gratuliere Günther. Schaut mir nach vorne. Hier sind Ihr Sohn und Ihre Frau. Und jetzt werden Sie sich denken, das soll er ruhig manchmal besser wissen, weil es führt ja zu einem Haufen Geld hier bei uns bei der Quizjagd 10.000 Euro. Ich war auf Indien und habe mich eigentlich damit nie befasst, also früher geschäftlich. Ob ihr nichts dagegen ein Brahmane ist, ich wage es zu bezweifeln. Aber er ist auf jeden Fall gewillt, auch auf Feld 50 zu landen. Herzlich willkommen, Richard. Das liebste Hobby des 37-Jährigen ist das Imkern.
Heute gibt es zwar keinen Honig, dafür aber 5000 Euro zu ernten. Richard, wie schön, dass Sie bei uns sind. Das ist Ihr heutiger Gegner, Günther. Hallo. Ich habe schon ein bisschen verfolgt, wie er sich hier geschlagen hat. Ja, sehr ja, gut. 10.000 Euro hat er schon verdient. Und jetzt sagen Sie, ich will auch einmal. Klar. Ja, so ist es. Darum legen wir direkt los, und zwar jetzt. Richard, Sie als neuer Herausforderer dürfen natürlich auch wählen, wie es losgeht. Welche Frage würden Sie gerne spielen? Ich würde gerne mit einer Fünfer starten. Mhm. Wie hieß das Militärlager der Römer im 1. Jahrhundert nach Christus im heutigen Stadtzentrum von Wien? Vindobona, Naglerona, Viplona, Rotariara. Im Stadtzentrum von Wien. Mhm. Da würde ich Rotariara sagen. Ist eingeloggt für 5 Felder und nicht richtig. Günther, wollen Sie das übernehmen? Übernehme ich gern. Vindobona. Vindobona, und das stimmt. Genau. Vindobona, damit geht es auf Feld 5 und Sie dürfen noch einmal spielen. Ich nehme auch eine 5er-Frage. Mhm. Ja. Mit den Worten "Willkommen im Weißen Haus" begrüßte US-Präsident Joe Biden seinen neuen Hund. Wie heißt dieser? Donald, Commander, Ronald, Spock. Spock. Spock loggen wir ein. Ist aber nicht richtig. Ist richtig. Jetzt, Richard, können Sie übernehmen. Eine falsche wäre weg. Wollen Sie das tun? Ja, das würde ich gerne übernehmen, und ich glaube, dass das der Commander ist. Commander? Mhm. Donald wäre schön gewesen. Eigentlich. Hat er sich dann wahrscheinlich aber doch nicht getraut. Commander stimmt aber. Ja. Damit sind noch 7 Spiele, treffen sich auf Feld 5 und dürfen weitermachen, Richard. Dann nehme ich wieder eine 5er-Frage, bitte. Wo findet man Fühlwarzen? An den Füßen von Maulwürfen, auf einer Tastatur, auf der Zunge einer Schnecke, in einem Autobahntunnel. Ja, ich würde mal sagen, auf einer Tastatur. Dann loggen wir das ein. Was wäre das da? Vielleicht so kleine Erhebungen, die was man, wenn man mit den Fingerkuppen drüber fährt, die was, ja, die sagen was. Genau, so kleine Erhebungen, mit denen man sich auch so ein bisschen orientieren kann fürs 10-Fingersystem und so weiter. Genau so, korrekt. Günther. Auf 5, bitte. Thomas Manns Literaturklassiker Buddenbrooks trägt den Untertitel Verfall einer Schönheit, Generation, Stadt, Familie. Familie. Die Familie. Buddenbrook. Ja, das stimmt. Und Gleichschritt auf Feld 10, Richard. Und wieder eine 5er, bitte. Was ist ein Synonym für das Wort Mumpitz? Unfrieden, Unternehmung, Ungastlichkeit, Unsinn. Das ist ein Unsinn. Das ist ein Unsinn. Genau so. Mhm. Günther. Eine 5er, bitte. In welchem Fluss mündet die Moldau? Rhein, Elbe, Donau, Thaya. Die Moldau fließt da in die Elbe. In die Elbe, sagen Sie? Ja, gut. Läuft doch ganz gut dahin, Richard. Ja, dann bleiben wir wieder bei den 5er. Mhm. Welche Fische sind die Grundlage für die aus der süd- und mitteleuropäischen Küche bekannten Anchovis? Aale, Sardellen, Brachsen, Makrelen. Anchovis. Tja, das weiß ich nicht. Aber ich sage mal, die Sardellen. Mhm. Sardellen, mögen's?
Nein, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Nein. Viel zu salzig. Ja, das ist nichts. Kennt niemand, der die mag. Ah ja, auf der Pizza. Man hat da dann, also wenn man die zum Beispiel auf die Pizza tut, schon nicht so schlecht, aber unfassbar Durst. Richtig, stimmt. Mhm. Günther. Ja, Fünfer. Welche Schauspielerin verkörperte 1967 die Rolle der Mrs. Robinson im Film Die Reifeprüfung? Susan Sarandon, Mia Farrow, Diane Keaton, Anne Bancroft. Anne Bancroft. Das kam blitzschnell. Geht davon aus, Sie haben es gesehen. Ja, ist schon ein bisschen her, aber... Aber es ist hängen geblieben. Und stimmt. Hat auch tolle Filmmusik. Ja, das haben die meisten wegen der Filmmusik geschaut. Richard. Ja, Fünfer wieder. Schauen wir, dass wir in die Catchback-Zone kommen. Mhm, das wäre das Ziel. An welchem Tag wird jährlich der Europatag gefeiert? 10. Februar, 9. Mai, 13. August, 12. September. Ich glaube, am 10. Februar. Einloggen? Bitte, ja. Geschehen. Sie haben es eh schon gesagt, Sie wollen in die Catchback-Zone. Gelingt's noch nicht. Günther, wollen Sie übernehmen? Ich würde den 12. September gerne. Mhm, übernehmen also. Und der 12. September ist es auch nicht. Denn es ist der 9. Mai. Sind wir alle für schlechte Europäer. Richard, was darf es sein? Ja, wieder Fünfer. Für welche Technologie spielen die Begriffe Tokamak, Tritium und thermische Energie eine Rolle? CRISPR-Cas, Kernfusion, künstliche Intelligenz, Quantencomputer. Tja. Tokamak, Tritium und thermische Energie. Thermisch. Ja, nachdem mir das eine nichts sagt und ich versuche oder glaube, dass ich die anderen ausschließen kann, nehme ich das erste, die erste Antwortmöglichkeit. Mhm, eingeloggt. Und... Ihr Gegner schüttelt den Kopf, stimmt tatsächlich nicht. Das ist die Genschere, dieses CRISPR-Cas. Stimmt, das kann man zumindest schon mal so beantworten mit richtig. Aber jetzt ist die Frage, wollen Sie es übernehmen? Ich übernehme es, ich bin mir zwar auch nicht sicher, aber den Begriff Tokamak bringe ich irgendwie mit dem CERN in Genf in Verbindung und die bauen an einem Quantencomputer, soweit ich weiß. Also logge ich ein. Den Quantencomputer. Quantencomputer, also. Günther wirkt hier sehr sicher. Kann er das auch sein oder ist es möglicherweise doch nicht richtig? Das ist die Frage, die wir uns alle stellen und wir müssen das noch ein bisschen vertagen. Wir klären das, aber schon in wenigen Augenblicken. Und da sind wir auch schon wieder willkommen zurück hier bei der Quizjagd. Ja, für welche Technologie spielen die Begriffe Tokamak, Tritium und thermische Energie eine Rolle? Das versucht gerade Günther zu lösen. Er hat sich entschieden für Quantencomputer. Und das ist nicht richtig. Auch nicht richtig. Nein, es geht nämlich um die Kernfusion. Kernfusion? Gut, haben wir das geklärt? Haben wir das und damit geklärt. Zurück zu Richard. Ja, probieren wir noch einmal eine Fünfer. Was wird für das strategische Legespiel Kulami benötigt? Holzplatten und Glaskugeln, Würfel und Becher, Dominosteine und Papier, Spielkarten und Zeichenbrett. Kulami. Ich glaube, dass da Holzplatten und Glaskugeln verwendet werden. Mhm.
Und jetzt gelingt's. Richtig, es geht auf Feld 25. Damit sind Sie jetzt in der Catchback-Zone angekommen und haben, das ist gut für Sie, die Hälfte des Spiels erledigt, aber eben können Sie auch von Ihrem Gegner jederzeit zurückgeholt werden. Es gibt beide Optionen. Was darf es sein, Günther? Eine Fünfer, bitte. Mhm. Genau wie viele Minarette besitzt die Hagia Sophia in Istanbul? 2, 4, 6 oder 8? Wenn ich mir die bildlich vorstelle, dann würde ich 8 sagen. Mhm. 8 sollen es sein. Das sind zu viele. Es sind weniger, Richard. So viel kann ich verraten. Ja, ich hätte wohl auch 8 gesagt, aber nachdem es 8 nicht sind, werde ich 6 nehmen. Also Sie übernehmen? Ja. Ja. Und sagen 6. Und tatsächlich sind es nur 4. Oh. 4. 4 Minarette. Genau. Zurück zu Günther. Wenn man sich da täuscht, bitte für eine Fünfer, bitte. Welcher US-Bundesstaat grenzt nicht an Kanada? North Dakota, Idaho, Vermont, Oregon. Oregon. Sie haben ja auch mal in den USA gelebt. Da bin ich so oft mit dem Motorrad durchgefahren. Man fährt von Oregon nach Washington und dann erst nach Kanada. Wie kam es dazu, dass Sie in Amerika gelebt haben und wie lange waren Sie da? Ich wollte immer mal nach Amerika, ist schon ein bisschen her. Und dann kam das Angebot von einem deutschen Anlagenbauer. Hat gesagt, wir suchen jemanden für den Vertrieb, der die Brauereien betreut. Und dann habe ich meine Sachen gepackt und bin aus dem Schwäbischen, wo ich da zu der Zeit gearbeitet habe, nach Kalifornien gezogen. Aha, und wie war das? Wunderbar. Ja. Das war in der Ende der Clinton-Zeit. Das war eine großartige Zeit in Kalifornien. Ich habe Motorrad kreuz und quer durchs Land gefahren. Und hat eine schöne Zeit. Das haben den Amis ein bisschen Bierbrauen beigebracht? Ich habe da mich wieder mit dem Hobbybrauen zum ersten Mal befasst. Habe mir da zum ersten Mal wieder eine eigene kleine Brauerei zugelegt. Dieses Craft-Bier war damals in den USA schon ganz heiß, was jetzt mittlerweile auch hier ein bisschen angekommen ist. Und das war echt super. Ja. Also wir merken schon, eine tolle Zeit und jetzt natürlich auch eine Hilfe bei der Beantwortung dieser Frage, denn es stimmt natürlich. Richtig, ja. Beide treffen sich auf Feld 25 und damit ist jetzt auch Günther in der Catchback-Zone. Und Richard wieder da. Ja, mit einer Fünferfrage. Mal weiter. Welcher Tierklasse gehören Zecken an? Spinnentiere? Krebstiere? Insekten, Amphibien. Ich glaube, es sind Spinnentiere. Dann logge ich die ein. Und so ist es auch. Ja, das sind Spinnen. Jederzeit können Sie den anderen auch zurückschicken, aber ich erinnere immer wieder daran. Günther. Zügig hier. Ja, auch eine Fünfer. Ja, geht dahin. Mhm. Wer spielte die erste weibliche Tatortermittlerin? Frieda Jung, Nicole Heesters, Charlotte Sänger, Hannelore Elsner. Oh, das müsste ich mich schwer täuschen, wenn das nicht die Hannelore Elsner war. Mhm. Also sehr sicher hier, aber falsch. Falsch, okay. Ja. So, schauen wir mal, ob Richard da auch eine schnelle Idee hat. Wollen Sie übernehmen? Ja, ich werde das übernehmen. Bin mir aber nicht sicher. Nimm Nicole Heesters. Eingeloggt. Und das stimmt. Gut. Mhm. Und Sie dürfen weitermachen. Ja, dann machen wir mit einer Fünfer weiter. Blairs 16 Million Reserve ist besonders alt, scharf, groß, laut. Okay. Blair's 16 Million Reserve. Tippe auf scharf. Auf scharf. Essen uns gern scharf? Ja. Ja? Ja. So scharf aber wahrscheinlich auch wieder nicht. Aber es ist richtig, ja. Das ist nämlich kristallreines, kristallisiertes Capsaicin, also wirklich unfassbar scharf. Günther, Sie sind wieder dran.
Eine Fünfer bitte. Mit welchem dieser medizinischen Fachbegriffe ist die gefürchtete Gürtelrose gemeint? Rubella, Herpes Zoster, Sepsis, Pertussis. Gürtelrose ist eine Herpes. Herpes Zoster. Mhm. Und so ist es. Richtig. So, Catback. Aha, gut. Das hat er sich also schon überlegt. Richard, dementsprechend müssen Sie ein erstes Mal 5 Felder zurückgehen auf Feld 35 und sind aber gleich wieder dran. Und dann hätte ich gerne wieder eine 5er-Frage. Mhm. Mal wieder vorkommen. Ja. Wie wird eine Verdichtung und Konzentration von Gemeinden, Siedlungen und Bevölkerung genannt? Agglomeration, Akinese, Aspiration, Abduktion. Ich sage, das ist die Agglomeration. Dann loggen wir doch das so ein. Und es geht zurück auf Feld 40, außer Sie wollen zurückschicken. Nein. Sie haben ja Bienenvölker daheim. Das haben wir zu Beginn der Sendung gehört. Genau. Aber eine kleine Imkerei. Ja, wie viele Völker? 4 Völker habe ich. 4 und wie viel Glasl Honig bringt jetzt da pro Jahr raus? Es ist ganz verschieden. Es kommt auf das Jahr drauf an, auch wie die Tracht ist. Aber so 100, 200 Kilo kann man da durchaus ernten. Ja. Schon. Und das macht Ihnen einfach Spaß. Das haben Sie mal irgendwie, wie sind Sie dazu gekommen, entdeckt für sich? Das war so, 2012 habe ich mit meiner Frau ein Schwarzenau ein Haus gekauft. Und da war vom Vorbesitzer die Grundausstattung da schon da. Ja. Und dann habe ich mir natürlich die ganzen, das ganze Equipment angesehen und habe nicht recht gewusst, was ich damit machen soll. Und dann habe ich halt einen Imkerkurs gemacht und dann hat sich das mir erschlossen. Ja. Und schon aufgestochen worden? Unheimlich oft. Und am Anfang habe ich geglaubt, ich kann ohne Schutz hingehen. Da habe ich ausgeschaut wie ein Boxer, ganz verschwollen. Und seitdem gehe ich immer in Vollmontur. In Vollmontur. Ja, ja, die mögen das natürlich auch nicht so gern, gell, wenn man da, genau, wenn man da ihnen zu nahe kommt. Genau. Mhm. Gut, Günther ist wieder dran. Eine Fünfer bitte. Die nach einem britischen Politiker benannte Curzon-Linie spielte in der Grenzziehung welches Staates eine große Rolle? Kanada, Polen, Irak, Pakistan. Ich hätte jetzt was anderes da, aber Kanada. Lock ich ein. Ist aber nicht richtig. Richard, eine falsche ist weg. Ja, das würde ich gerne übernehmen. Und ich hoffe, dass es Pakistan ist. Mhm. Wenn stimmt, stehen schon auf 45. Übernommen ist es, Sie dürfen nochmal spielen. Also, da ist jetzt schon Pfeffer in der Angelegenheit. Aber es stimmt nicht. Denn es ist Polen, das wir suchen. Polen, Grenzverlauf zur Sowjetunion. Hätte ich jetzt als letztes genommen. Von der genau, aber das wäre es gewesen. Günther. Ja, nochmal 5, bitte. Il Milione heißt eine berühmte, viele hundert Jahre alte Beschreibung einer Reise von Christoph Kolumbus, Alexander von Humboldt, Marco Polo, James Cook. Marco Polo. Der hieß ja auch Marco Milione, als er dann zurück nach Venedig kam. Also, da sind Sie sich sicher. Da bin ich. Ja, das stimmt ja auch. Richtig. Wieder Catchback oder diesmal nach vorne? Catchback. Wieder Catchback. Aha, ja. Also, Richard vor und zurück. Aber das war das zweite. Maximal 3-mal. Mhm. Kann man das so machen, Richard? Ja, dann nehmen wir wieder eine 5er-Frage. Wer singt in der gleichnamigen Single über Espresso und Chianti? Melissa Naschenweng, Josh, Edmund, Voodoo Jürgens. Das ist Josh. Josh. Kennen Sie das Lied? Ja, aber ich kann es nicht singen, weil ich überhaupt nicht singen kann. Es ist wirklich lustig. Kennen Sie es auch? Also, spricht alles, was man italienisch falsch aussprechen kann, falsch aus. Vom Espresso bis zum
Chianti. Sie haben ja eine italienische Frau, oder? Naja, sie sind bestens informiert, richtig. Ja, ja. Meine Frau, weil sie das sagen, die liebt auch das Lied, weil sie sagt, das ist so wahr. Weil sie hört das natürlich dauernd Bruschetta und Espresso und was ist, Spaghetti und was man nicht alles für ein Blödsinn hört. Das stimmt. Chianti, natürlich auch ganz groß. Das stimmt. Gut, Sie gehen weiter nach vorne. Ja. Auf Feld 40, Günther, ist er wieder. Ja. Er lässt sich doch nicht so leicht verscheuchen von diesem Feld. Abteilung Attacke aktiviert. Ja. Zehner bitte. Eine Zehner, gerne. Mhm. Und da geht's nach Bethanien. Bethanien ist ein biblischer Ort bei Jerusalem, der laut Johannesevangelium als Heimat welcher biblischen Figur gilt? Abraham, David, Paulus, Lazarus. Mein Bauchgefühl hat mir schon Lazarus gesagt, als die Antwort noch nicht da war. Deswegen, na gut, das ist immer ein ganz gutes Zeichen. Deswegen nehme ich den Lazarus. Mhm. Wenn man schon weiß, bevor der überhaupt versteht. Richtig. So, was machen Sie jetzt? Ein letztes Catchback. Oh, das ist natürlich ein schmerzhaftes. Da sehen wir im Gesicht von Richard, das macht ihm keinen Spaß. Dann haben wir wieder Sichtkontakt. Ja, aber Günther hat es natürlich vollkommen richtig gemacht in einer solchen Situation. Jetzt sind aber alle Catchbacks weg. Und Richard, Sie haben ja auch Zehnerfragen. Wollen Sie auch mal eine probieren? Nein, ich bleibe bei den Fünferfragen. Mhm. Aus welchem Film mit Tom Cruise stammen die Zitate Show me the money und You had me at hello? Top Gun, Jerry Maguire, Rain Man, Minority Report. You had me at hello. Ich weiß es nicht. Ich schwanke aber zwischen zwei Antwortmöglichkeiten. Mhm. Und werde Top Gun nehmen. Top Gun, eingeloggt. Und nicht richtig. So, Günther. Wenn's wollen, gehört's Ihnen die Frage. Die gefällt mir na, mäßig. Mäßig? Äußert mäßig, aber wenn ich zwei im Prinzip thematisch ausschließen kann, die habe ich auch gesehen habe und den Jerry Maguire habe ich nicht gesehen. Ich kann mich bei Rain Man Minority Report nicht an dieses Zitat erinnern, also nehme ich den Jerry Maguire. Haben Sie es auf Englisch geschaut? Den Minority Report, ja, den Rain Man habe ich vor 100 Jahren im Fernsehen gesehen, aber es wird auch thematisch nicht passen, meiner Meinung nach. Deswegen versuche ich mich mit dem Jerry Maguire. Okay. Jerry Maguire ist richtig. Gut. Ja. So, Catchbacks haben Sie eh keine mehr. Das heißt, es geht immer schnurstracks nach vorne und somit wieder Gleichstand auf Feld 30. Günther, Sie sind noch mal dran. Ja, ich mache mit einer Fünfer jetzt weiter. Ja. Wie lange dauerte die Reise der Apollo 11-Mission im Jahr 1969 von der Erde bis zur Landung auf dem Mond in etwa? 4 Stunden, 4 Tage, 4 Wochen, 4 Monate. Ui, 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 da muss ich jetzt mal kurz ein bisschen. Von der Erde bis zur Landung auf dem Mond, ja, 4 Tage. 4 Tage. Mhm. Und das ist richtig. Genau so war es. 21 Stunden waren sie auf der Oberfläche, dann ging es auch schon wieder zurück. Mhm. Richard. Mit einer Fünferfrage bitte. In welchem Land befindet man sich, wenn man mit dem Luxuszug Blue Train unterwegs ist? Indien, Südafrika, Kirgisistan, Marokko. Den Zug Blue Train würde ich nach Indien verorten.
Und Indien ist es nicht. Ja? Ich übernehme. Gern. Südafrika. Südafrika ist richtig. Ja. Der fährt von Port Elizabeth nach Kapstadt. Eine wunderschöne Strecke da lang. Und ein luxuriöser Zug. Sie stehen auf Feld 40 und sind nochmal dran und haben alle Optionen. Eine. Sollen wir es knallen lassen? Komm, eine 10. Das müssen Sie wissen, aber dann sage ich Matchfrage. Ich nehme Matchfragen immer. Ja, die sind spannend. Nachdem die eine geklappt hat, habe ich ja vielleicht. Kann es ja wieder klappen, oder? Eben. Ja. Und ich habe gehört, dass sich Ihre Reisepläne etwas konkretisiert haben mit Ihrer Frau. Und da geht es jetzt nicht nach Korfu oder Sizilien, sondern in die Antarktis wollen Sie. Würde ich gerne, da reicht das Geld jetzt noch nicht, aber das ist ein Plan irgendwann mal in nächster Zeit. Wie fliegt man denn eigentlich am schnellsten in die Antarktis? Da fliegt man nach Südamerika, ja, unter Arenas oder so, und kann da aufs Schiff gehen. Und dann mit dem Schiff direkt in die Antarktis kommt man nicht rein. Kann man ja nicht. Aber ja, halt am Rand mal kreuzen im großen Schelfeis und so ein bisschen Eis und Gletscher sehen, um mal anzuschauen auch, was da im Moment passiert. Weil, würde Sie interessieren. Und weil Sie sagen, das Geld reicht noch nicht, wie viel braucht man denn für so eine Reise? Viel mehr, viel mehr. Viel mehr? Was ist daran das Teuerste? Ich meine, den Flug? Das Schiff. Das Schiff dann, oder? Das Schiff, das geht ja normalerweise nur mit einem Eisbrecher. Und da gibt es spezielle Expeditionsschiffe. Geben Sie mir da Zahlen, was kostet eine Eisbrecherfahrt? Ich habe da kein Gefühl. Ich würde mal sagen, Hausordnung 20.000 bis 30.000 Euro pro Person. Pro Person? Also wow, okay. Weil das dann Boote sind, auf denen Sie allein sind, oder weil zu wenig Leute drauf können? Nee, oder? Weil es auch mit entsprechendem Komfort ausgestattet ist. 30.000 Euro pro Person, und mehr Komfort heißt dann wirklich Komfort oder halt für die, also dann wirklich? Richtig Komfort. Ja? Okay, also das heißt, Sie müssten schon noch einige Runden drehen für das, was Sie da vorhaben. Tja. Ach, so teuer habe ich mir das nicht vorgestellt. Wäre das was, Richard, Antarktis? Oder müssen wir nicht hin? Ist einfach zu kalt. Zu kalt. Im Urlaub lieber ins Warme. Ja. Ja. Ich wäre auch mit Grönland schon zufrieden, das ist günstiger. Ja, und das ist günstiger, da müsste es auch nicht irgendwie mit dem Eisbrecher da fünf. Ich glaube, da kann man in Kiel sogar losfahren. Ja. Jetzt schauen wir doch erstmal drauf. Vielleicht erhöht sich ja Ihre Gewinnsumme hier und jetzt und wir können da weiter träumen. Bereit? Ja. Und auch bereit für Literatur? Ja. Welchen Thriller aus der Vanitas-Buchreihe der Bestseller-Autorin Ursula Bosnanski gibt es nicht? Rot wie Feuer, schwarz wie Erde, gelb wie Stroh, grau wie Asche. Wenn ich das jetzt falsch mache, wird meine gute Freundin Ursula mich erwürgen. Kennen Sie sie? Ja, wir gehen ab einmal im Jahr hier auf unseren kleinen Krimi-Stammtisch Kaffee trinken nach Perstolzdorf. Die wohnt ja auch gleich hier um die Ecke. Und also wenn das jetzt falsch ist, haben Sie ja nicht wirklich ein Problem. Ja, dann erwürgt die mich. Deswegen sage ich jetzt, gelb wie Stroh. Einloggen? Ja, bitte. Aber hundertprozentig sicher sind Sie sich nicht? Leider nicht. Aber grau wie Asche. Den gibt's. Was denken Sie, Richard, ist das richtig? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe natürlich, dass es falsch ist. Ja, klar. Ich will natürlich auch gewinnen, ist ja klar. Ich hätte eine andere Antwortmöglichkeit gegeben und ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Gelb wie Stroh, da hängt einiges für Günther davon ab. Privat, wie hier bei uns im Spiel. Das brauchen Sie gar nicht mehr zu dem Stammtisch gehen. Jo, dann kündigt sie. Kommen 5.000 Euro dazu? Ja, es ist richtig, es stimmt. Gehen Sie die Runde hier voll aus, sie gehört Ihnen. Gratulation, 15.000 Euro sind es danke, insgesamt. Richard, danke, dass Sie bei uns waren. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, danke. Das freut uns, danke, danke. Ihnen. 15.000, also wir arbeiten uns, wir sind zumindest schon mal... Ja, wir sind in Südamerika mal locker, ja, und sehen den Eisbrecher. Ja? Wir sehen ihn. Oder Grönland. Aber jetzt gibt es einen Mann, der sagt, naja, Südamerika reicht auch, der muss nicht in die Antarktis. Ich brauche genauso das Geld. Hier ist er. Herzlich willkommen, Rainer. Der musikalische Wiener singt im Chor und komponiert seine eigenen Stücke. Auch heute möchte er den Ton angeben. Los geht die nächste Questjagd. Rainer, servus, schön, dass Sie da sind. Ihr heutiger Gegner Günther.
gerade wieder gewonnen, aber nun sind Sie an der Reihe, wenn es nach Ihnen geht, oder? Ja. Gut, dann legen wir direkt los mit der nächsten Quizjagd. Und Sie sind dran. Welche Frage wollen Sie denn gerne spielen? Eine Frage 5, bitte. Mhm. Berücksichtigt man einen Running Gag der TV-Serie Kottan ermittelt, so gibt es laut Major Adolf Kottan keinen Zufall, Mord, Inspektor, Gott. Inspektor. Das kam schnell und stimmt. Somit sind schon im Spiel, gerne auf Feld 5. Und Günther. Auch eine 5er, bitte. Wer in Portugal Caldo Verde bestellt, bekommt einen Toast, gebratene Zucchini, eine Suppe, einen grünen Smoothie. Eine Suppe. Eine Suppe. Ein Eintopf, um genau zu sein, die Nationalspeise. Richtig. Beide auf Hälfte. Sind wir schon drin warm im Spiel. Warm und grün kann kein Smoothie sein. Ja, ja, also irgendwas warmes, grünes. Rainer. Ich nehme wieder eine 5. Das Gemälde Die Freiheit führt das Volk zeigt die Flagge von Deutschland, Frankreich, Schweden, Russland. Frankreich. Von Delacroix. Stimmt. Ja. So, dann haben wir wieder Günther an der Reihe. Eine 5er, bitte. Von wem stammt der bekannte Schlager, mit dem Angela Merkel bei ihrem Zapfenstreich als Kanzlerin verabschiedet wurde? Nena, Nina Hagen, Drafi Deutscher, Karel Gott. Du hast den Farbfilm vergessen, von Nena Hagen. Du hast den Farbfilm vergessen, mein Günther. Der Michael eigentlich. Michael. Richtig, ja. Hm? Rainer. Eine 5er, bitte. Wie heißt das größte heute lebende Nagetier der Welt? Murmeltier, Wasserschwein, Ratte, Biber. Wasserschwein. Ein Wasserschwein. Eigentlich heißt es ja Kapibara. Und es stimmt. Ja, Sie beide machen das hier gut. Flottes Tempo hier, ja. Ja, flottes Tempo, Günther. Auch eine 5er, bitte. Der Österreicher Daniel Zenkovic wurde im November 2021 plötzlich Interimstrainer des Fußballvereins Werder Bremen, Eintracht Frankfurt, FC St. Pauli, Hannover 96. Trainerwechsel, den gab es bei Werder Bremen. Also, mögen Sie Fußball? Grundsätzlich ja. Hm? Werder Bremen stimmt doch. Gut. Rainer. Noch einmal eine 5er, bitte. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, zweimal in Folge die Augenzahl 6 zu würfeln? 1 zu 6, 1 zu 12, 1 zu 36, 1 zu 64. Hm. 1 zu 64. Mhm. Eingeloggt. Aber nicht richtig. Das stimmt nicht. Was sagen Sie? Wollen Sie das übernehmen? Ich übernehme das und versuche mich mit der 1 zu 36. 1 zu 36? Wie sind Sie drauf gekommen? Also 1 zu 6 mal 1 zu 6. Weil ich also die Würfe ja nacheinander gehen. Und ich habe also ein Sechstel mal ein Sechstel. Das ist ein Sechstel. Sechstel mal ein Sechstel. Genau so. Richtig. Mhm. Sie spielen weiter. Mit einer 5er, bitte. Mhm. Wann unterzeichnete Japan die Urkunde der bedingungslosen Kapitulation im Zweiten Weltkrieg? Juni 1945, Juli 1945, August 1945 oder September 1945?
Dann nehme ich jetzt den August 45. Mhm. Eingeloggt. Stimmt aber nicht. Okay. Rainer. Ich übernehme, dann bleibt nur September 1945 übrig. Es ist ein bisschen gemein, weil im August wurde die bedingungslose Kapitulation Japans erklärt. Die Unterzeichnung der Urkunde war dann aber am 2. September auf einem US-Schiff. Ja. Ja. Richtig. Und somit ist Rainer nun zum wiederholten Mal dran. Ich nehme noch einmal eine 5. Addicted to Love ist ein Riesenhit aus den 1980ern. Gesungen von Robert Palmer, Boy George, Peter Kent, Shaken Stevens. Kennt das Lied leider nicht. Ich vermute, dass es von Shaken Stevens ist. Dann loggen wir doch den ein. Und? Nein, Günther? Das stimmt nicht. Ja. Günther. Robert Palmer. Das heißt, Übernahme ist für Sie klar. Und Robert Palmer ist auch richtig. Damit landen Sie ziemlich zügig auf Feld 25 in der Catchback-Zone. Gerade frisch in die Catchback-Zone eingezogen, heißt es jetzt aber auch gleich weiterspielen. Was darf sein, Pferdefrage? Ich würde jetzt eine Dreierfrage nehmen. Die werden wir erst morgen spielen. Dankeschön. Ja, mit dieser tollen Emotion, gerade in die Catchback-Zone eingezogen zu sein, will ich mich verabschieden für heute. Und mit dem gleichen Schwung machen wir morgen weiter um 17.05 Uhr. Dann starten wir auch mit der Quizjagd ins Wochenende. Ich freue mich schon darauf. Ihnen jetzt einen schönen Abend und heute 7:55 Uhr nochmal Quizmaster, wenn Sie Lust haben. Schönen Abend und Servus.